Okay, es geht weiter, Leute. Hier geht's zur Feuergruft. Also, ich habe da schon ein paar Sachen gemacht. Ich war mal drin und habe gegen Skali, Legione, kennt ihr von Final Messenger bestimmt. Dieses komische Viech bei FF4. Let's Play von ihm. Schöne Grüße an dich, Bernd. Ja. Ich war da drin, habe noch ein bisschen gekämpft und ich bin Level 60. Und ich habe noch ein paar Monster gesucht, einfach mal ohne Grund. Erstmal 71. Eigentlich habe ich das Monster gefunden. Eisgigas. Das nächste ist Dunkelmagier. Ja, das haben wir sowieso schon. Den habe ich mal gefunden. Gorgo. Barretaros. Allosaurus. Vertigierer. Sandwurm. Minotaur-Zombie. Königsmumie. Medusa. Raxasa. Tongolem. Höllenross. Drachenzombie. Tyrannosaurus. Skamiglione habe ich gefunden. Ich hoffe, er ist nicht tot. Ich hoffe wirklich, dass er nicht tot ist. Ich habe gegen ihn gekämpft. Ich hoffe, er ist nicht tot. Oh, scheiße. Skamiglione, die zweite Form. Engigas, Gelb-Oger, Schwarz-Goblin, Wesenskorpion. Okay, dann waren das alle, oder? Ach, dann gibt's noch den hier. Blautroll, Silberdrache war da auch. Giftwurm, Dunkelelementar, Heldentölle, Katblebus, Todeselementar, Hippocampus, Sahalenkönigin, Python, Knochenritter, Goblin, ja. Ich habe die alle gefunden. Ich hoffe wirklich, dass er nicht tot ist. Wenn er tot ist, dann tut mir leid, Leute, dann habt ihr diesen Kampf verpasst. Wenn ja, dann müsst ihr bei anderen gucken, wie das aussieht. Und es gibt noch eine Höhle hier mit einem Schatz. Habe ich total vergessen. Menschen wie euch trifft man in unserem Reich selten. Solltet ihr waghalsig Abenteurer sein, empfehle ich euch, Drachenkönig König Bahamut, um eine Audienz zu ersuchen. Elixier gefunden, hab ich schon. Hütte. 500 Gil. Wir sind Drachen des Galianischen Archipels. Wir sind friedlich gesonnen und verabscheuen sinnlose Gewalt. Gut so, keine Gewalt, keine Gewalt. Es geht weiter? Achso, wir können da raus. Okay, ich habe gegen Skamiglione gekämpft. Ich hoffe, ich habe ihn nicht getötet. Ich hoffe es. Ah ja, wenn ihr es wissen wollt, wo das ist, es ist hier. Als nächstes müssen wir zu einem anderen Ort. Zum dem hier. Weil es gibt da was, was wir holen müssen. Ich hasse diese Wüstenbaretts-Missgestalten. Vigra. Selbst wenn ich Level 60 bin, ficken die mich irgendwie. Wir müssen da rein. Wüstenkarawane, damit können wir weiter. Wir müssten bei ihm. Ach, scheiße, Mann. Ach, wieso habe ich das gekauft? Also, warte, kann ich das zeigen? Bei Items. Wertvolles. Flaschenfee. Das kann man bei ihm kaufen. Damit kann man in einer Stadt rein und das machen, damit man zum Wasserkristall kommt. Okay, zum Glück kann ich das zeigen, hab noch nicht benutzt. Kaufen wir mal. Riesen steigert den Kampf den maximalen HP-Wert. Steigert den Kampf die Angriffskraft. Protes Ring. Protes Ring? Kann man einsetzen? Koffeintrank. Steigert den Kampf die Agilität. Ja, vielleicht später mal. Also bei ihm kann man diese Flaschen als Elf Flaschenfee kaufen. Okay, damit gut, gut. Und jetzt müssen wir als nächstes... Die Karte muss kommen. Als nächstes hierhin. Da ist die Stadt Gaia. Da muss man als nächstes... Okay, da muss ich erstmal hin. Okay. Okay. Wo bin ich, verdammt? Die Karte... Ah, okay, da muss ich noch ein bisschen weiter nach rechts. Naja, es kann noch etwas dauern. Da sind wir. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Magie. Ich bin rumgegangen und habe die alten Städte abgesucht und habe die Magie, die er lernen kann, angemacht. Hier, das sind die Magie, die er momentan lernen kann. Aber die anderen... es gab ja noch, ihr wisst ja bestimmt, Bimo und Beam und alles, was ich nicht lernen konnte, weil ich nicht Priester war. Also jetzt im Moment kann ich das. Teleportation in Weltmodus.
Magie und er hat auch das. Zurück zur vergangenen Ebene. Also ich habe das jetzt geholt und die ganzen anderen Magien, die glaube ich habe ich. Okay, jetzt reagiert er. Ja, flieg weg, Fee, flieg weg. Wir sind nicht so kalt wie Zelda, also wie Link. Willkommen in der Stadt Gaia. Vom Fremden wird unsere Stadt auch als Adlerauge bezeichnet. Südlich von hier gibt es eine Gegend, die man Adlerschwinge nennt. Eine sehr alte Stadt soll es dort auch geben. Da war ich auch schon, die Menschen, ich verstehe die nicht. Also von der Sprache her, ja. Also ihr könntet auch in die Stadt normal gehen, auch ohne die Fee, aber ich habe die jetzt gemacht. Und ja, damit haben wir das dann auch erledigt mit den Feen. Mein Vater pflegte immer zu sagen, willst du Mut und Ehre beweisen, musst du ins Weltschloss reisen. Okay. Früher hat man die Fee aus dem Stadtbrunnen öfters mal zu Gesicht bekommen. In letzter Zeit gar nicht mehr. Ja, der Karawanentyp hat ihn gefangen gehalten. Ich habe das für ihn schon geholt. Katzenkralle. Und Bestausrüstung habe ich auch schon alles für die geholt. Alles vorgesorgt, damit ich keine Videomaterial verschwenden muss. Und hier kann man die Magie kaufen. Vitagar und Guardia. Und die Schwarzmagie wollte ich auch noch zeigen. Eisgar und Steinern. Das wollte ich noch kurz zeigen. Ich will alles ja euch wunderschön zeigen. Rede mit mir. Der Turm in der Wüste von Janikum kann von niemandem bestiegen werden. Außer der Ferne soll es außer eine Luftspiegelung geben, weswegen man ihn den Turm Mirage nennt. Niemand weiß, ob er tatsächlich existiert. Ah, Mirage. Also gibt es eine Disco bei uns. Dieser Besen ist unverbesserlich. Ständig versteckt er sich in der Besenkammer und verschwänzt seine Arbeit. Warum machst du das? Fegen. Ja, ist klar. Und hier kann man die anderen Magie lernen. Sanctus Exal Anti-Zed. Und Stopp, Bann und Blitztod. Okay, dann haben wir das auch. Wir müssen auch gleich zu der Fee. Am Grund des Brunnens soll Luftwasser quellen, aber nur Feen können dieses Wasser aufbringen. Wo ist der Brunnen zur Fee? Ah, da bestimmt. Hä, wo ist der verdammte Brunnen? Ist er da irgendwo? Ah, da ist der, okay. Reden wir mit dem Piraten hier, was macht er in der Kirche? Ja, ich habe die lästige Fee gefangen und der Karawane verkauft, du Hund! Was dagegen? Ich habe sie gefangen. Dann darf ich mit dir auch machen, was ich will. Ist klar, was du mit dir gemacht hast, du kleiner perverse Pädophiler. Perverse Sachen machen und so. Es soll einen Wissenschaftler geben, der die Sprache der Luvianer erforscht. Die Luvianer sind in dieser komischen Stadt da. Zeige ich euch gleich. Wie hieß er gleich doch? Wie hieß der Typ? Ich brauche den Typen. Hütte, wie viel habe ich davon? Machen wir 10 Stück daraus. Phoenixfeder machen wir mal 16. Ich habe sowieso genügend Geld. Ich brauche nichts mehr zu sparen. Okay, dann habe ich eigentlich alles. Dann muss ich jetzt zur Fee und dann kann ich zum Meerestempel. Wo zum Geier? Willst du mich verarschen? Wie soll ich da hinkommen? Gibt es da irgendwie einen Geheimweg oder so? Ey, ist nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt mich doch alle natzen, was los? Auch heute noch erzählt man sich von den Himmelsmenschen, die Lüfte beherrscht und ein Schloss errichtet haben. Ihr wollt mich doch natzen, hallo? Hä, wie zum Geier soll ich zu da... Gibt es da irgendwie einen Weg von links? Dann müsste es einen Weg geben von links. Das wäre die einzige Möglichkeit. Oh, ist klar, so ein extra Umweg. Hier ist die Fee, die wir gerettet haben. Oh, ihr habt mich gerettet, nicht wahr? Verzeiht, dass ich vorhin weggeflogen bin, ohne mich zu bedanken. Aber es war schrecklich, in dieser kleinen Flasche zu stecken und ich war verängstigt. Als Wiedergutmachen werde ich euch etwas von dem Luftwasser heraufholen, das am Grund des Meeres quillt. Ihr wisst ihr noch in der Stadt, wie heißt die Stadt wieder? Wo dieses Mädchen diesen komischen Fass-U-Boot-Ding da gebaut hat. Damit können wir ins Meer, in die Meerestempel. Luftwasser.
Luftwasser halten. Yeah. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aus diesem Wasser quillt unendlich viel Luft hervor. Okay, danke schön. Okay, damit haben wir das auch. Wir können zu der Luvianischen Stadt, also die hier. Da sind die Luvianer, aber momentan müssen wir dahin, damit wir zum Meerestempel kommen. Da habe ich eigentlich alles gezeigt. Ich habe doch alles gezeigt, denke ich jetzt mal. Rüstung kann ich auch mal kurz zeigen. So, so und so und so. Ich habe alles erzählt. Scheiße, dass ich hoffe, Scamiglione lebt noch. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich ihn getötet habe. Eigentlich eher nicht, aber ich wollte es dann noch testen, aber ach, scheiße. Egal, es gibt andere Let's Plays, von diesem Spiel. Ihr könnt auch bei denen alles nachgucken, also den Kampf. Ja, ich hab's verstanden. Extra einen Umweg machen. So. Okay, extra einen weiten Umweg machen. Leckt mich doch. Ich hoffe, es kommen keine Zufallskämpfe. Ich muss sowieso ein bisschen einschneiden. Mit den ganzen Leuten haben wir sowieso geredet. Okay, ich gehe mal kurz zum Inn und mich aufheilen. Weil es geht jetzt zum Meerestempel. 300, ich kann es mir leisten. Ich habe ja sowieso 400.000. 400.000 Geld. Hey. Ja, ihr könnt euch ein bisschen schneller beeilen. Warte, ich habe jetzt alles gezeigt. Jetzt müsst ihr zum Meerestempel und dann. Ja, stimmt, dann haben wir ja eigentlich alles. Maus weg. Zum Meerestempel. Oder soll ich den Part extra länger machen? Ja, kann ich eigentlich machen. Ja, kann ich machen. Ich habe alles hier gezeigt. Danke. Oh, ihr nennt das Luftwasser euer eigen? Schon so lange warten wir auf euch. Bitte, helft den Meerjungfrauen. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Entschuldigung für den kurzen Cut, aber ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Habe ich also ganz mit einem Geist geredet oder wie? Okay, dann speichern wir mal und sagen mal, okay, Geist. Das Fass besteigen, ja. Los geht's. Ein Fass ist ja so sicher. Oh, Seifenblasen. Ja, die Musik ist geil. Meerestempel, zweite Ebene. Weißhai, okay. Sehen wir, wie viel Schaden die machen. Oh. Es geht echt schnell jetzt mit denen. Und Lucy hat auch sehr viel Schaden, seitdem er die Katzkralle hat. Ah, Lucy sieht aus wie Vivi irgendwie. Okay, da gibt's nichts. Seeschlange, okay. Oh, Männerschaden, Digga. Männerschaden. Ich glaube, den Boss werde ich so schnell besiegen. Wieder diese fucking Seeschlangen. Okay, danke. Lindwurm. Blitzra. Ach, ist klar. Oh. Oh, zu wenig Schaden, zu wenig. Okay. Seetroll. Ich mach einfach mal Blitzra. Ach, Bernd macht am meisten Schaden von meinen ganzen. Kann es sein, dass ich einfach normal angreifen hätte sollen? Einfach Blitzra. Ja, ich hätte einfach nochmal angreifen, sondern hätte es auch geklärt. Wollt ihr mich verarschen? Der Part wird ein bisschen extra länger sein.
2000 Geld. Es gibt zwei Wege, also einen nach oben. Okay, wir haben König und Königin bisher gesehen. Jetzt kommt der Prinz. Aber wieso nur ein... Ach so, ja, okay, ein Prinz geht ja. Ey, hört auf mit ihrem bärmlichen Schaden. Das ist ab... Das ist richtig pussy-like. Euer Prinz ist tot. Es gibt keinen Nachfolger mehr. Ey, Vivi, beeil dich mal. Danke. Kurzen Prozess und dann gebams. Das nenne ich mal Schaden. Och, leck mich. Da war ich ja schon. Geist? Warte mal, dann machen wir mal Adia und dann so. Ich habe da, glaube ich, irgendein blaues Monster gesehen. Ey, wenn ich jetzt zum Boss komme, das ist etwas übertrieben. Egal, diesen Part werde ich den Meerestempel machen und dann geht's zum Lufttempel. Adia! Und tot mit einem. Mit 1000. Ach scheiße, ich dachte 1000 Schaden. Ich habe irgendwas Blaues da oben gesehen. Erledigt. Ach, Monsterleid. Alle Level 61. Oh. Ein kurzer Kampf. Oh, okay. Ich will... Wasserelementar, okay, ein neues Monster. Och, Männerschaden, Digga, Männerschaden. Das nenne ich mal Schaden. Ach, ich gehe mal jetzt den anderen Weg. Den es dann noch gab. Weil ich denke, da ist noch was. Ich glaube, nach dem Level bin ich Level 62. Also nach dem Dungeon. Okay, da war nichts. Dritte Ebene. Prozess. Okay. Okay. Magierstab. Nein. Wo zum Geier soll ich hin? Ich werde alles erkunden. Okay. 666 Gil bekommen. Da geht's ja wieder 666 Gil. Mike. Lichtaxt rüsten. Nein. Och Mann, oh Mann, oh Mann, zu viel Schaden. Ey, wo zum Geier soll ich hin? Warte, von da kam ich doch, oder? Ja. Warte, von da kam ich doch. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, davon da kam ich. So. Also von da gibt es nichts. Doch die Truhe hier.